Mein Moment der Saison war das erste Spiel gegen Nürnberg, ein Torspektakel und ein guter Start in die Saison. Ja, also mein Spiel der Saison war das Spiel in Heidenheim, wo wir erst 1-0 zurücklagen und dann noch durch einen großen Fight noch zurückgekommen sind und am Ende auch noch 2-1 gewinnen konnten. Das war, ich denke, ein ganz wichtiger Schritt im Laufe der Saison und ja, da denke ich gerne dran zurück. Mein schönstes Moment auf dieser Saison ist der Schluss gegen Paderborn, dass die Aufstieg ganz klar haben wir geschafft. Und ja, das ist meine beste Moment auf die Saison. Also mein Erlebnis der Saison war ja das Tor in Heidenheim und natürlich die Meisterschaft und die Meisterfeier. Für mich die beste Spiel oder sage ich die wo ich wirklich am meisten Freude gehabt habe, war das erste Spiel gegen Nürnberg hier. Ich möchte eigentlich sagen, dass ich finde, dass unsere Fans sind eigentlich super seit Anfang an, hat uns immer unterstützt in jedem Spiel und ja, das finde ich na natürlich sehr, sehr schön und wirklich super, dass wir einen so schönen und guten Fans hat in dieser Club. Ja, auf jeden Fall die Fans, die persönliche Stimmung in der Mannschaft und vielleicht so mein erstes Freistoßtor. Ja, war ganz klar in Paderborn, wo wir den Aufstieg klar gemacht haben. Sowas vergisst man als Spieler nicht, als Mannschaft, als Team. Und ja, das war mein persönliches Highlight. Liebe Fans, danke nochmal für alles, für die tolle Saison, für die tolle Unterstützung. Dank euch haben wir auch einen grossen Schritt geschafft und ich hoffe, wir haben euch nächste Saison genau gleich hier im Stadion. Danke vielmals. Muchas gracias por el apoyo de esta temporada. Ha sido todo increíble y esperamos que la temporada que viene sea igual de bonito. Gracias. Ja, einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön wollte ich an euch richten. Es war einfach fantastisch, wie ihr uns unterstützt habt die ganze Saison. Ihr habt einen großen Anteil daran, dass wir den Aufstieg schaffen konnten letztendlich. Ja, ich freue mich jetzt einfach auf den Urlaub und freue mich darauf, dass wir uns im Juli dann wiedersehen. Ďakujem vám pekne všetky. Ďakujem aj na tú peknú podporu. Vážime si to. Veliko hvala svim navijačima za veliku podršku tokom cijele sezone. I naravno, mislim da su stvarno veliki dio ove ekipe i bez vaše podrške ne bi tako bilo jednostavno. Nadam se da ćete dalje tako voditi ekipu u sljedećoj sezoni i da će sljedeća sezona biti vrlo uspješna. Ja, da ønsker jeg alle sammen en kjempefin sommerferie. Ha det gøy, kos dere og ja, ha det rett og slett kjempemoro. Ciao a tutti i tifosi di SC Freiburgo, grazie per il supporto e vi ringrazio tutto che avete fatto per noi, grazie. Fans, wir bedanken uns für die super Unterstützung, war einfach nur geil. Ja, da braucht man gar nicht viel sagen, da muss man einfach nur letzten Sonntag im Stadion gewesen sein. Das war überragend, das war sensationell, was ihr abgeliefert habt. Und ja, jetzt haben wir Sommerpause und dann freuen wir uns natürlich wieder auf die neue Saison und ich hoffe, ihr unterstützt uns weiterhin so genial.